Hallo, Freunde. Hallo. Kekspien van IST Zoom 2 mal in der Abo-Faille. Hallöchen, Freunde der Nacht. Keksbienchen, danke für 2 Monate hier reingebuttert. Grüß dich. Ja, da sind wir wieder heute dabei. Boah, ich hatte so früher so einen Erdkundelehrer. Lehrer haben ja immer so eine, ihr kennt das doch bestimmt, Lehrer haben doch immer so einen Tick. Jeder Lehrer hat so einen Tick. Und ich hatte einen Erdkundelehrer. Ich weiß nicht, warum mir das einfällt. Der hat immer dabei gesagt und hat sich dabei so die Hände gerieben. Der hat immer gesagt, und zum Beispiel, das Wetter ist aber heute gut. Dabei. Das hat er nach jedem Satz gesagt. Immer dieses dabei. Also ich finde das ganz, warum haben Lehrer immer so einen Knacks? Jeder Lehrer hat irgendwie immer so eine Scheiße. Wie geht's euch dabei? Ganz schrecklich. Da habe ich schon einige Male, muss ich vor der Tür landen, weil ich den verarscht habe. So. Ja, Träumerei. Heute haben wir sogar ein gutes Horrorspiel, denke ich mal. Weil wir haben ja die 4, wie heißt das Spiel? 4 of Fathom. Haben wir ja bis jetzt alle durchgespielt. Und dann gucke ich so rein in das geile Steam-Ding. Und dann sehe ich, warte mal. Wir haben den zweiten Teil übersprungen. Nicht! Wir haben den zweiten Teil übersprungen. Das ist schrecklich. Das heißt, wir haben 1, 3, 4, 5 gespielt, aber nicht den zweiten. Und das ist eine wunderbare Horrorreihe. Und da müssen wir rein. Weil das ist neben Schillers Art mein Lieblings-Horrorspielentwickler. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich guck mal. Wie heißt der? Wenn ich das wüsste, ne? Ich gucke. A Whale. Ja. Das ist es wirklich. Ich grüße euch, Hassan, ich grüße auch dich. Du geile Sau, ja? Ja, Leute, das ist wunderbar. Momentan ein bisschen horrorlastig, ne? Aber ich denke, wenn sowieso keiner im RP ist, dann bringt auch nichts RP. Sonntag gibt es wieder RP. Aber ich denke, im Oktober kann man mal ein bisschen mehr Horror machen. Ist auch immer eine schöne Abwechslung, auch für mich mal. Das finde ich sehr schön. Eine kleine Geschichte. Vielleicht bin ich heute nicht ganz so schlecht in den Spielen. Bin ein bisschen optimistisch. Aber ihr helft mir zum Not dann noch. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt mal was sagen sollen, ne? Ja, gehen wir mal rein. Aber das ist zum Glück, die Horrorspiele sind ja alle ohne Chronologie. Also die heißen zwar Episode 1, 2, 3, 4, 5, aber das sind ja immer abgetrennte Geschichten, von daher ist das scheißegal. Und ich habe irgendwann mal Bock, mit euch eine Domian-Folge zu gucken. Da ist mir jetzt einfach eingefallen. Ich habe einfach gedacht, das wäre irgendwie mal geil, wenn wir zusammen mal so eine... Ich bin leise, das dürfte aber eigentlich nicht sein. Ich habe nichts umgestellt. Also nicht anders als sonst. Ne, sonst... Sagt Bescheid. Weil lauter kann ich es auch nicht machen. Nee. Ja,
Gut, oh, da wollte ich nochmal fragen, wie läuft's, wie läuft's? Woche ist vorbei. Ich war heute schön was essen. Ich habe nämlich unfassbar, also für mich ist alleine essen gehen, ich koche ja immer, und für mich ist alleine essen gehen irgendwie voll die Überwindung. So. Hümwer, danke für den Prime 16 Fivehouse Monate. IST zum 16 Mal in der Abo-Feier. Ach, der Song am Anfang war sehr laut. Das tut mir leid, wenn das so war. Und dann, ich habe ja auch so Probleme, alleine essen zu gehen. Ich hatte das Gespräch mit Fünfer und Sora gestern ganz lange. Ich kann das nicht. Und heute habe ich mich überwunden. Und jetzt bin ich stolz. Weil ich bin ganz schlecht in Sachen alleine unternehmen. Ja, mir ist auch unangenehm, aber ich sehe manchmal so Leute, die alleine da essen und dann denke ich so, boah, eigentlich voll cool, wenn du so ein Selbstbewusstsein hast und da alleine so essen gehen kannst und da einfach so chillst. Nicht geil. Also finde ich, ja, finde ich sexy. Muss man lernen, ich will das mehr, muss das mehr manifesten, Alter, dass ich jetzt, mal mehr Sachen alleine mache. Das kann ja wohl nicht sein, weil sonst ich halte mich immer zurück bei allen Sachen, weil ich immer denke, nee, alleine kannst du das nicht machen. Aber eigentlich, warum macht man es nicht, ne? Auch so alleine reisen, das wäre so der nächste große Schritt. Aber alleine reisen wäre dann für mich dann noch bei 3 Schritte mehr, ne? Also das könnte ich glaube ich gar nicht. Aber vielleicht hoffentlich irgendwann mal, ne? Aber nicht dieses Jahr. Da wird nichts mit Urlaub dieses Jahr. So. Ja. Ich starte schon mal das Spiel. Solange könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen, wenn ihr Tipps braucht im Leben. Wenn ich bin für euch alle da, das wisst ihr. Und ich kann euch da helfen. Ne? So, ich hoffe, es wird nicht laut jetzt kurz. Achtung. Ich habe euch gewarnt. So, ich war auch schon ein paar Mal im Kino. Ja, Kino ist auch so ein Ding, ne? Ja, Tim, das ist aber auch richtig. Oh Gott. So soll man aber auch denken. Ich mach's leiser. Sekunde. Aber wenn man schon diese Musik hört, weiß man, es wird ein gutes Horrorspiel. Immer. Es gab kein Spiel, was scheiße war von denen. Ich glaube, welche, die waren durchschnittlich gut. Das letzte fand ich war überdurchschnittlich gut. Jetzt gehen wir mal das an hier. So. Kürden kannst du ändern auf jeder Name steht hier gleich. So. Ach, sorry, Lay. Du willst aber auch den Fünfer loswerden langsam. Unterdurchschnittlich hatten wir. Ich hab schon wieder vergessen, was wir gestern gespielt. Vorgestern. War das gestern oder vorgestern? Ne, vorgestern. Da haben wir doch dieses U-Boot-Spiel gespielt. Das fand ich eigentlich gut, nur ein bisschen kurz. Und das ist davor. Achso, das war das, wo ich so schlecht war, ja. Ja. Mit der Oma. So, Friesi, Hallöchen. Ne, ich freue mich. Also, wir haben viele unterdurchschnittliche Horrorspiele gespielt. Aber ich glaube, bei Fears of Fathom ist es doch immer geil. Da muss man doch echt sagen. So, Grafikeinstellung, ihr wisst es, ich bin High Quality Streamer. Komplett durch. Ja, kann man bei Outwi leider nicht. Aber hier ist es möglich. Dann trinke ich nochmal einen Schluck. Ich hoffe, ihr habt euch schön unter der Bettdecke eingekuschelt. Wenn ich hier sitze. Und dann wird das jetzt hoffentlich gruselig auch. Norwood Hitchhike. Diese Träumerei. Wir gehen rein. Ich muss noch meinen Mischpult richtig reinstellen, damit ich gleich wieder meine Stimmen machen kann. Hihi. Warum geht das nicht? Hihi. Okay. Gut. Guck mal. Das haben wir aber auch schon hier. Das haben wir gespielt. Castle und Iron Bark haben wir gespielt. Jetzt kommt das. Klasse. Und es lädt. Norwood Hitchhike, 16. Juni.
Das ist mir passiert, als ich 19 war. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Ich kann mich an das noch sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn nur ein wenig. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Oh geil, Alter, wir haben Game, oh geil, lass mal nach Köln rein. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde, nämlich den Fünfer. Meine Eltern waren nicht so sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Die Fahrt dauerte etwas über 12 Stunden. Ja. Oh. Let me entertain you. So, wir haben keinen hier auf der Nebenbank. Okay, man kann gegen eine Wand fahren. Da teste ich immer gerne. Oh, man kann aussteigen. Ich lasse es mal drin, bevor ich wieder das Game crashe und kaputt mache. Das ist bestimmt nicht gedacht, dass ich es jetzt hier raus tue. Wahrscheinlich muss man es gleich irgendwo einlagern. Beim Skateboard, was sind wir für ein Boy? Wir haben eine kleine Cappy. Oh. Direkt schon verbuggt. Da ist er. Aber schönes Kfz. So. Nochmal auf hier. So, dann fahren wir jetzt mal ordentlich hier. Oh. Aiden! Oh, was haben wir denn jetzt? Ah, warte, ich muss anhalten mit Nova. Gucken wir erstmal alles durch. Wir haben zwei Chats, Dad und Aiden. Erstmal Dad. Und natürlich hier wieder die richtige Stimme. Ja. Du hast angerufen. Ja, ich glaube, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich dein Auto... Ach, das ist das Auto von Papi, natürlich. Für 5 Tage ausborgen. Bitte, bitte. Mit wem? Aiden. Dieser Internetfreund. Er ist ein netter Typ. Nein, du wirst nicht 10 Stunden alleine fahren. Gut, ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nichts? Lass uns reden, wenn ich zu Hause bin. Fahr vorsichtig, vergiss mich nicht anzurufen. Alles klar, Papa. Okay, dann haben wir in Kontakt geschickt. Noch etwas, ich wäre jetzt, fahr vorsichtig. Holly, wir sind Holly. Sind wir doch ein Typ? Discord. Wir haben die... Also... Was? Mal sehen, ob ich das Auto bekomme. Ich sag dir Bescheid, werde jetzt endlich mit Milo spazieren gehen. Okay, lol. Okay, der Plan steht. Auf jeden. Vater, du bekommst das Auto. Yep. Nee, das war falsche Stimme. Big Girl. Bist du sicher, dass Ash nicht kommen kann? Ich will das Skateboard mitnehmen. Hab dort einen coolen Skatepark in der Nähe. Klingt lustig. Discord. Wo bist du? Pass da. Ich sehe dich nicht. Pfirsich-Shirt? Es machte Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Danke für die Teilnahme. Nochmal. Du bist dir sicher, dass du den ganzen Weg zurückfährst? Ich habe doch jetzt eh keine Wahl, oder? Hätte morgen früh fahren können. Okay, ruf mich an, wenn du in deiner Hülle zurück bist. Okay, Papa. Nicht sicher, ob es diesen Leben sein wird. Was meinst? Stecken geblieben im größten Stau des ganzen Landes. Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, es sind die Leute von der Convention. Es reicht, ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Oh, thank you. Okay. Dann kann auch nichts schief gehen. Ab nach Hause. Wir müssen wieder LOL spielen. In der Nacht fahren ist wirklich schlimm für mich. Hm. Nun ja, war es zumindest.
Aber sowas finde ich auch gruselig. Hey! Ne, man weiß nie, kommt ein Reh jetzt oder steht gleich irgendwie so eine Alte vor der mitten auf der Straße, da habe ich auch in echt Angst. Aber so oft fahre ich nicht nachts. Wo bist du? Noch etwa 6 Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Stau. Na, das ist eine Lüge, ich stecke nie im Stau. Erstmal Date angelogen. On a highway to hell. Oh, der Tank ist leer. Ich bemerkte, dass mein Tank fast leer war, als ich die Hälfte der Strecke gefahren hatte. Das würde mir nie in echt passieren. Ich guck öfter auf die Tanknadel als aufs auf dem Dach. Ich hab dir gesagt, dass du diesen Flug nehmen sollst. Weil ich glaube, die Übersetzung ist wieder leicht beschissen. Paula, es wird spät. Wenn du zurück bist, hoffentlich geht's dir gut. Mein Gott, Dad, wir sind auch nicht mehr. Wir sind 19, hat er gesagt, ne? Oder sie. Ja, komm. Können wir auf uns selber aufpassen. Was haben wir hier? Meine Tankklappe ist rechts. Oh, ein bisschen weit weg geparkt. Ich kenne das Auto noch nicht so gut. Wollte es nicht. Konnte es nicht spüren. Wollte es nicht, konnte es nicht spüren! Ich wollte es nicht, ich konnte nicht spüren! Ich hatte für das zu wenig Geld. Ja, okay. Hallo. So. Das ist doch schon andere Menschen, ist ja schon mal gut. Cola? Meat Snack New? Nut Chocolate? So wurde ich in der Highschool genannt. Warte, muss ich das Spiel verlassen? Was sagt Mutti? Olli! Mama? Wir holen uns diesen kleinen Snack hier. Also ich hole mir heute... Ja, ich... Haben wir auch irgendwie sowas wie ein Bier? Was würde ich mir jetzt holen? Auf einer langen Nacho ist immer gut. So, erstmal eine Cola, damit wir wach bleiben. Hier die gute billige. Spin Speed, okay, sind wir schneller. Wie, ich kann nur eins kaufen. Ja, beschissen. Kann ich nicht noch was kaufen? Ah, hier. Dann würde ich noch so ein Meat Snack, so eine kleine Beefy. Beefy Roll. Ne? Für die Energie einfach, weißt du? Und dann nehmen wir nochmal Chocolate New, Alter. Auch rein. Weiß gar nicht, wie viel wir jetzt kaufen können. Egal, das sollte auch erstmal reichen. So. Was machen Sie da? Nichts. Nichts. Wer sind denn Sie? Wie läuft Ihre Nacht? Okay. Klasse. Was haben wir denn hier für Getränke? Das sieht aus wie Willy Wonkas Schokolade, Alter. Hallo, das würde ich gerne nehmen. Was? Ich werde die Polizei anrufen. Warum? Oh, ich bin eine Dame.
Gnädige Dame? Hi, kann ich 10 Dollar für Säule 2 haben? Ach, wegen Tanksäule. Ich dachte schon, wäre wieder Übersetzung. Gut. Gehen Sie. Easy. Alter, Körperzug, was ist das? Friedi, du Spinn, warum hast du das momentan so oft? Du bist der Einzige überhaupt noch, der subbt gefühlt. Dankeschön. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Boah. Damit hast du dir die Schokolade verdient hier von der Tankstelle. Oh, vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Ne, hör auf, Friesi, wenn da was glüht, ey. Das ist wirklich zu viel, das ist viel zu viel Geld, bitte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Von Herzen. Ja, du musst nicht immer, du hast wirklich schon immer genug gemacht. Da muss wirklich reicht auch mal. Du bist ja hier ab mit Abstand hier Nummer 1 im Schenken. Du bist ein Gönner, kein. Ja, was reimt sich auf Gönner? Könner, doch, Gönner bist du auch. Dankeschön. Ja, Gönnen. Ruhig jetzt. Nee, vielen lieben Dank, wirklich, Friesi, ne? Kuss. So. Mach jetzt weiter, ich danke dir später nochmal ausführlich. Danke. Gehen Sie allein zu der Brücke? Die Brücke? Die Norwood Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf dem Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Und Kingsbienchen, danke für dein Geschenk an Angie. Die andere, es gibt nur Saftgifter bei mir. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Keksbienchen. Sehr gönnerhaft von dir an die Angie. Dankeschön. Was meinen Sie? Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Die Ortsansässigen sagen, dass Norwood Valley Monster sie in Stücke gerissen und anschließend in die Bäume gehangen hat. Kann ich die Toilette benutzen? Sie ist nicht sauber. Noise Ace. Noise Ace. Noise Ace. Ist aber auch nicht sauber. Irgendeine Brücke mit Vermissten. Ja. Chocolate. Das wird Konsequenzen haben. Ich finde aber geil, dass sie das so triggert auch, ne? Und das liebe ich an Horrorspielen, Leute. Ich finde, das ist ein Rezept für gute Horrorspiele. Wenn es leicht startet, erstmal man fährt wohin. Nicht direkt, man ist in einem scheiß Haus und wird verfolgt, wie letztens an dem Spiel, ja? Das war zwar auch gut, aber ich mag das, dieses leicht eingeführt werden, diese leichte Einführung, ne? So, wo ist denn die Toilette? Draußen. Und noch eine Sache. Wenn Sie einer Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die eine Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie nicht an! Fahren Sie so schnell Sie können! Warum? Manche sagen, dass sie bei einem Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals, unter keinen Umständen einen Tramper mit. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind das nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. 180 Mark? Die sind nicht so. Da zoomen sie, danke für 100 Beats. Dankeschön. Der Tank ist bezahlt. Oh, Mutti schreibt. Ich weiß nicht, ob du so spät einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Meile holen? Ich zahle sie zurück. Dann leck mich doch am Arsch. Haben die in der Tankstelle Hundefutter?
sieht aber alles für mich nicht nach Hundefutter aus. Ah, hier. Bett. Kann ich das kaufen? Das macht $5, jo. Danke. So. Nochmal danke, Leute, ne? So, das nehmen wir noch mit für Mutti. Wenn Mutti was braucht, kriegt Mutti. Wir sind gute Tochter. So. Jetzt gucke ich noch, ob hier eine Toilette ist. Oh, ich weiß, ich liebe diese Atmosphäre von diesen Spielen. Wo soll denn hier eine Toilette sein? Hier. Okay, aber kommen wir nicht rein. So. Okay. Fahren wir weiter. Machen Sie es gut. Ciao. So, dann haben wir getankt. Dann haben wir Hundefutter. Und dann gehen wir weiter, ne? Vom Klima an jetzt. Da ist frei. Ich weiß nicht wieso, aber zuerst bin ich weitergefahren, ohne Treibstoff. So, hey, wir haben noch bezahlt. Ups. Okay, ich hätte vielleicht das Ding anstecken. Ich hätte bei der Tankstelle stehen bleiben sollen. Ja, ich fahr zurück. Sorry. Ich dachte, also, wer bezahlt denn, bevor man tankt, bitte? Ich tankt du danach bin immer. Reich und ich scheiß auf alles. Das zoomen sich danke für 300 Bits nochmal drauf auf den Pfeffer. Und Prototype, dankeschön auch für die 9 Monate. Das Kind Hallo. Ist rausgepresst. Mein Gott, dankeschön, Leute. So. Prototype 2925 IST Zoom 13 mal in der Abo feiern. Hab's gleich. Hier, komm, ihr hättet es auch falsch gemacht. Ja, mein Gott, Langgeburt. So, welche Säule war das? Hat sich einer gemerkt, welche Säule das war? So. Will mich doch verarschen, das Spiel. 2-7, super. Lasst es einfach sein. Stunden haben wir das Spiel auch durch. Ich glaube auch 2. 10, weißt du, leck mir im Arsch, geil. So. Hat noch nie ein Spieler richtig gemacht, die Scheiße. So. Ich habe den Tank gefüllt und bin wieder losgefahren. So, aber in welchem Land bezahlt man? Ich habe nur einmal bezahlt, bevor ich getankt habe, und das war an irgendeiner Tankstelle, wo man dieses elektronisch hat. Kennt ihr die? Gibt's aber in Deutschland nur. Du Wichser! Ich war nicht die beste Fahrerin. Was willst du denn mir damit erzählen? Natürlich bin ich die beste Fahrerin. Ich habe mir voll die Vorfahrt genommen. So, und weg. Das ist er. Das ist er. Nicht überholen, nicht mehr reinfahren. Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Monster existieren wirklich. Warum? Und jeder andere von denen schaut aus wie du und ich. Meinst du jetzt Menschen? Ach Mutti. Es ist nicht abgelaufen, oder? Warum soll das abgelaufen sein? Wir haben gerade frisch gekauft.
Licht ist aus. Gut. An. Keine Frau mit blau oder weißem Kleid mitnehmen. Natürlich machen wir das nicht. Wunder, dass er 6 Stunden braucht, wenn er mit 3 km/h durchfährt. Da ist er doch vor uns. Drecksau ist vor uns. Ja, also Autos mit Halogenleuchten ist wirklich, ist cringe, ist cringe. Ach du Wichser! Ich war nicht die beste Fahrerin, der hat mich ausgebremst. Die Drecksau jetzt. Komm weiter. Ich sehe nichts, gar nichts. Ich glaube, es gibt keine. Nee, ich kann auch nicht hupen. Nee. Na doch. Ah, ich muss das Licht selber an- und ausmachen. Moin, moin. So. Mann, was eine Fahrt, ne? Stell dir vor, du musst da 6 Stunden durch so einen Wald fahren. Ist ja wirklich. Das Allerletzte. Kann da nichts passieren mit so einer guten Musik. Kwame, oh, was haben wir denn jetzt für eine Strecke hier? Das ist doch die Brücke, von der uns erzählt wurde, oder? Wo ich nicht hin darf oder sowas. Da wird ja wohl nichts sein hier. Das ist eine normale Stahlbrücke. Wow. Lange Stahlbrücke. Oh. Haben wir keinen Empfang? Man hat keinen Empfang, ne? Haben wir gar keinen Empfang, glaube ich. Ich glaube, der Empfang ist gerade weg. Mach an! Solange keine Alte auf der Strecke steht. So, nicht Empfang weg. Weil da stand ein Auto. Sekunde. Komm gleich wieder. Steht aber schon was länger hier, ne? Ganz normaler Ort hier. Jemand hat ihr Auto geklaut oder rollt weiter. Schönes Auto. Kann man restaurieren, das Ding? Ich fahr doch schon weiter, komm. Das ist eine Geistergeschichte, die uns erzählt wurde. Da ist nichts dran. Ich bin im Alter. Ach, ein Häschen. Ich glaube an so einen Scheiß nicht mehr. So. Oh, noch eine Brücke. Ist das vielleicht das erste Brücke? Warte mal, da ging es auch rein. Ich musste alle testen. Tut mir leid. Diese Nacht war irgendwie sehr komisch. Warum war die? Die Straße wurde von 2 großen irgendwas. Es hat fast schon so ausgesehen, als hätte sie jemand absichtlich dort hingelegt. Was meinst du? Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mir nichts mehr gedacht. Ein Bär! Ich habe eine Achievement, Spot a Bear! Spot a Bear, Alter! Das ist ein Bärchen. Ein süßes, kleines.
Ja, Leute, ich bin auch Achievement Hunter von Beruf. Warum mache ich das professionell auf Twitch? Ich hab tolle Nachtwanderung. So. Das ist natürlich ein dickes Problem. Ich dachte, ich könnte die Baumstämme umfahren, aber sie bewegten sich nicht. Ja. Das sieht fast aus, als hätte sich jemand absichtlich dorthin gelegt, ja. Oh ja, du bist Hulk oder was? So. Nee. Mach auf. Und der auch noch hier kommen. Jetzt gehen wir noch mal klein kurz einen Baum verlegen hier und dann gehen wir auch weiter fahren hier. Oh mein Gott. Was haben wir jetzt? Hallo. Das Auto wollte nicht mehr starten, ich kotze einen Fisch. Oh nein. Und ich bin mitten im Nirgendwo gelandet. Ohne Netz für mein Handy. Scheiße. Was haben wir? Die Kurbelwelle ist nicht angeflanscht mehr oder was? Ich sage nicht, dass ich glaube, das war eine Kacke, weil der Tankstelle angestellt hatte. Nein, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich wohlgefühlt habe. Ich will nicht, dass es sich anfühlt wie eine Horrorgeschichte, aber in meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Naja, du kannst das Auto nicht stehen lassen, hol den ADAC. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl. Nein, bist du jetzt der Hitchhiker oder was? Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Ja, bitte, sorry. Radio ist aus. 22:23 Uhr. Also jetzt sind wir der Hitchhiker, wir switchen die Rollen. Vielleicht sind wir das Mädchen mit der blauen Kleid. Ja klar, ich habe ein Auto näher kommen sehen. Komm, wir nehmen nochmal. Hallo? Pures Böse. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen so gestrandet lassen kann. Wir warten weiter. Wir warten weiter. 22:43 Uhr. Ach, das ist noch früh. Da mache ich einen Stream erst an. So. Gucken wir. Haben wir was? Da ist einer. Hallo? Drecksau. Erstmal platt gefahren, weißt du? So. Ich blockiere jetzt selber mal einfach die Straße. Im Skateboard. Und Koffern. Wie sollen sie denn dann vorbeikommen? So. Ach, der ist angehalten. Hoch. Mich Blindfisch. Sorry, ich wollte sie nicht beleidigen. Ich habe sie nicht gesehen. Hm? Sorry. Hallo. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand hier für mich anhalten würde. Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen, hier ist kein Empfang. Kann ich mitfahren? Wohin fährst du? Nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann. Steig ein. Vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? Beeil dich!
Schmeiß einfach ihn nach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. Mein Gott, nicht so patzig, Opa. So. Drecksau. Vom Allerfeinsten. Jetzt sehen wir hier die schönen. Komm schon, ich komm schon. Zack. Das wichtigste Hundefutter von Mutti. Ne? For good boys and girls. Pet, pet. Ist einer von euch schon mal mit dem Anhalter mitgefahren? Ich würde es nie tun. Ich würde auch keinen mitnehmen. Ich würde beides nicht tun. Nicht mitfahren, nicht selber. Hätte ich absolut keinen Bock. Das sind nur Perverse auf Straßen unterwegs, hundertprozentig. Und ich sag euch, macht es auch nicht. Weil die Leute, die anhalten, sind pervers. Nee, nee. Ich hab's gleich. Mein Gott, was hat er mitgenommen für ein paar Tage? Skateboard lasse ich jetzt hier, ist mir scheißegal. Ich weiß sowieso nicht mehr, wo das ist. Ach, hier. Ah, ich kann zwei Sachen auf einmal nehmen, geil. Vielleicht fährt er weg mit meinen Sachen, mit der Rolex drin. Zack. So. Alter, ich muss jetzt weiter. Bin fertig. Kannst du mir helfen, mein Zeug zu holen? Es ist nicht sicher auszugehen. Ich komme. Ich bin fertig. Endlich, spring rein, beeil dich. Danke, mein Freund. So. Schöne Karre haben sie da, ne? Wollen wir los? Ja. Ja, und wie ist das Wetter so heute? Was redet man mit so einem Stranger? Du willst mir also nicht sagen, wer du bist oder wo du hin möchtest? Das würde ich lieber nicht sagen wollen, wenn das in Ordnung ist. Ich wohne nicht weit weg von hier. Ich wohne nicht weit weg von hier, ja. Ist das so? In dem Fall würde ich nicht glauben, dass du diese Fragen bei der Tankstelle fragst. Ist schon in Ordnung. Ich würde mir auch nicht vertrauen. Jason. Was? Ich heiße Jason. Oh, ich bin Holly. Hm? Und, was haben sie, eine Frau, oder? Aber du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Was soll das denn jetzt heißen, du alter Sack? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Das ist ein altes Auto von meinem Dad, weißt schon. Das ist es? Ich denk schon. Ja, und was hast du so für Hobbys auch? Super, ja, ich gehe gerne, mach Hobbyhorsing. Also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Er hat mir wirklich Angst gemacht. Interessant. Der Idiot erzählt das jedem, der hierher reist. Mhm. Okay. Also ist es wahr? Was, das Monster? Ich selbst habe es noch nie gesehen, aber das sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eins von ihnen sein. Hey, hör zu. Ich möchte nicht für dieser Idiot klingen, aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Also wenn ich sie nicht störe, werde ich nicht gestört. Danke. Toller Tipp. Kann man auf alle Lebensbereiche anwenden, Jason. Es tut mir
leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel dir gegenüber verhalten habe. Ich hab's nicht so mit Menschen, weißt du? Ist okay. Ja, ja. Wir haben alle mal unsere Tage. Und ich rede auch nicht gern mit Fremden, Jason. Aber du bist ein ganz netter anscheinend. Vielleicht können wir uns auch auf ein zweites Treffen einlassen. Oder acht. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich beim Motel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten. Aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig, dort draußen sind alle Art von Menschen, sagte er im ernsthaften Ton, bevor er ging. Arschloch. Okay, Jason hat uns nicht gebumst. Bin schon mal sehr dankbar für. Mal kurz gucken, hier ist ein Abschlepper. Und unser Auto wird schon abgeschleppt hier hin? Nee. Geht ja nicht. Olli! Ja, antworte doch mal deiner Mutti. Dad, Papa, vielleicht muss ich heute noch. Ach, not delivered, Alter. Dein Vater ruft mich an, ja. Aber ich kann doch nicht alles. Und nicht einfach in irgendeinen Raum gehen. Warum nicht? Stopp. Was haben wir hier? Baumstämmchen? Das ist ein ganz normales Motor. Sehe ich keine Unregelmäßigkeiten, keine Anomalie. Oh, was haben wir hier? Das sieht aber gruselig aus, was passiert hier? Hier sind die Creeps, wir laufen um das scheiß Motel rum. Ja. Naja, aber einer muss es ja sein. Ach, guck mal, da ist einer drin. Komm, wir gucken einfach mal. Schöner Audi. USA 4. Chocolate. Komm, wir essen nochmal, komm. So. Roadway Inn. Der Mann hat die gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Und er hat ziemlich krasse Schultern, Alter. Hallo. Mabel, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Wie viel kostet ein Zimmer? Ein paar Stunden hier. Ich werde nur für ein paar Stunden hier sein. $40 für ein Einzelzimmer. Nur Bargeld. Das ist ein schwarzer Boiler hier. Komm, muss. Ja, wir müssen irgendwo übernachten. Was willst du machen? Raum Nummer 9, direkt hier drüben. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein kleines Nachtlied singen. You like my yes tonight. And my shoulders are so bright. Because I'm a pumper. And I'm in a motel heute Nacht. Dankeschön. Rede über das Auto. $90. Tommy wird sich im Laufe des nächsten Morgens darum kümmern. Okay. Gut. Ah, er sagt es. Gut. Ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Blas mir ein. Versuche die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Ich habe eine Frage, warum sind sie noch nicht im Stimmenbruch? Fick dich! Sonntag noch! Wen haben wir denn hier? Nice! Ist das deine Tochter? Ach ne, ich bin eine Frau. Ja, ich kann auch lesbisch sein. Ist das deine Tochter? Was haben wir hier? Boah, super.
Super. Aber das Schild macht mir auch ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Naja, sieht nicht aus wie ein normales Hotel, wo man so einziehen könnte. Sieht alles nach Schwarzarbeit aus. So, Zimmer 2. Hallo, ich bin euer neuer Rachennachbar. Ich heiße Holly McFlolly. Kann ich einfach in irgendeinen Raum gehen? Alter. Sie müssen die Tür zumachen. So, 5, 6, 7. Da haben wir es. 8. Mülltonne haben wir. 9. Da ist es. Super. Ach. Drinnen ist es so, war es so schön warm. Außer da war ein Geruch, eine Art Moosgeruch, den man von älteren Häusern bekommt. Ja gut, das ist ja normal. Aber warum haben wir keine Matratze? Konnte dort nicht schlafen. Ja, was ist das denn? Aber besser keine Matratze als so eine verfaulte oder so eine vollgepisste mit so Flecken. Ne? Kennt man ja. Ich hab's nicht gebraucht. Hey, sind schon Pillen? Was? Ist das der echte? Geil, das wird der beste Abend meines Lebens! Geil! Peter Maffay spielt auch mit. Super! Hifffleische. Das ist der echte, Leute. Das ist Lizenz, jetzt wirklich gebannt auf Twitch. Hey! Da leck mich doch am Arsch. So, oh nein. Wer hängt sich denn sowas in ein Motelzimmer? So. Bügel. Das ist nicht gut, dass wir uns hier drin verstecken können. Das ist gar kein gutes Zeichen an der Stelle. Das ist sogar ein ziemlich beschissenes Zeichen, wenn ich mal sagen darf. Stimmt, das echt war, das ist das Einreisezimmer auf Lucky, sieht echt so aus, ja. Da war hier der PC, ich weiß es noch. Ah, da ist der Wichser! Was machst du hier? Boah, du hast mir echt Angst eingejagt. Wer bist du? Ich bin Tori vom Zimmerservice hier beim Roadway Hotel. Dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Ach, was hast du da drin gemacht? Du warst schon, Sachen geputzt. Und zwar meinen Stängel. Der Typ vom Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache und nicht nur das Zimmer, meine Freundin. Ich nehme nur meine Sachen. Wie, ich nehme nur meine solche Sachen? Bitte warte draußen, habe ich gesagt. Hol dir dein Zeug. Okay. Mal raus. Meine Sachen? Wo sind denn meine Sachen? Die sind keine Sachen. Sind die im Ding noch? Ach, da sind sie.
Hallo. Kann ich mit Ihnen nochmal reden? Dein Zeug steht draußen! Ich habe breite Schultern. Ich weiß doch, das müssen Sie mir nicht immer sagen. Ich habe Augen im Kopf. So. Ich hätte einen Energy Drink gebrauchen können. Ich habe doch gerade einen Schokolade dir gegeben, Alter. Komm. Was ist ein Energy Drink hier? Hör mal, hier ist kein Energy. Doch. Mein Gott, wie viel Geld wir schon ausgegeben? Ich hatte nur zwei Hände. Halt die Schnauze. So. Zack. Brauchen wir schon mal ein paar Sachen hier. Ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hol dein Auto. Und das Telefon, das du hast, funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht, das zu reparieren, aber wir haben derzeit nie genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Nicht mich rammeln, nicht mich rammeln, nicht mich rammeln. Ich muss doch den anderen, das andere Zeug holen, mein Freund. So. Alle Notgeili oder was? Hol ich nochmal hier ein bisschen was. Das ist ja Roleplay, ich nehme alle Sachen mit. Wenn ich dafür ein Achievement bekomme, bin ich froh. Jo, fahr mal weg, Junge. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich so ein Konzept von denen, hat man hier abgeschleppt. Welches Motel hat denn einen Abschlepper? Das machen die extra. Das ist wirklich das Unternehmenskonzept. So, und jetzt noch die beiden Sachen, dann haben wir ja zack. Das Hundefutter dürfen wir nicht vergessen. Dann ist Mutter glücklich. Aber jetzt können wir uns auch mal zur Ruhe legen, ja. Haben wir jetzt auch eine Matratze? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah ja. Warum war keine Matratze drauf? Alter! Das ist die beste Szene im ganzen Film! Superman, rette sie! Alter, jetzt aber rein hier. Superman, nein! Super. Ab in den Kühlschrank. Das ist wirklich der ganze Film drin hier, ich weiß es nicht. Das finde ich geil, finde ich geil. Gut, nee, ich lasse es offen, falls wir gleich verschwinden müssen. Geiles Spiegelbild, wir haben Seife, wir gucken mal, ob ihr hier irgendwas ins Klo gesetzt hat. Einen kleinen Berliner. Nö, aber eine Bad, das Bad finde ich wirklich schön, ne? So, und hier sieht auch alles gut aus. Gucken wir uns nochmal zum Abend hier das Ganze an. So. Schön Superman gucken hier vom Bett aus, herrlich. Warum läuft das Klo? Entschuldigung! Nenne es Voraussicht, aber an diesem Ort war etwas sehr abwegig. Das ist aber eine sehr positive Annahme. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Mein Klo läuft und zwar einer am Fenster. Das Gefühl der Müdigkeit wurde von Angst überwältigt. Eine heiße Tasse Kaffee könnte helfen, dachte ich mir. Absolut richtig.
Genau das hätte ich jetzt auch in dem Moment getan. Eine heiße Tasse Kaffee. Superman. Was ist die beste Szene, Alter? Boah, das ist ja geil. Haben sie im ganzen Film Kaffee holen wir einmal mit dem Fang wahrscheinlich. Tür zu. Na, ich hoffe, du hast abgeschlossen. Oh, guck mal, wenn du hier Nachbar bist, ist aber verkackt, wie bei meinem Superman. Was hörst du bis hier? Ich bin der beliebteste von allen hier. So, ist er jetzt? Wo ist der Typ? Ich guck mal ums Haus, vielleicht ist er sich irgendwo versteckt. Nee. Aber diese Wände in diesen Motels, die sind in Amerika allgemein, die haben ja Wände, die sind 3 mm dick. Aus Pappmaché. Entschuldigung, könnten Sie mir einen Kaffee brauen? Ja. Okay, kann er nicht. Aber ich konnte es nicht spüren. Ja, hier gibt's keinen Kaffee, mein Freund. Von Energy hat er denselben Effekt. Dann sind wir schneller. Ich bin selber Superman. So. Ja. Nur Kaffee, ich hab's verstanden. Wir hatten keinen Kaffee. Ich verarschen jetzt oder was? Aber normale Hotelzimmer haben immer so eine kleine Kaffeemaschine. Irgendwas. Ich hole den Kaffee, ich weiß nicht, wo er ist. Guck, wie lang die bin. Weißt du, sie schläft mitten, das war richtige Kacke. Warum immer um die Uhrzeit einen Kaffee, Alter? Geh doch mal kurz. Ah, hier. Na klar. Da sind wir. Cappuccino. Oh, der French Vanilla ist nicht mehr da. Und Hot Chocolate ist auch nicht mehr da. Und Kaffee Mocha auch nicht mehr. Ja, komm, nehmen wir so ein. Oh, der sieht geil aus, der Cappuccino hier. Guck mal hier rein. Boah, Alter. Da war im Kaffee drin, Alter. Was war mit Kaffee? Ich sollte ganz dringend ins Bett. Alter, die Tasten sind alle vertauscht. Alter Schwede, was war denn im Coffee to go? Darum Kaffee nicht trinken. Nicht Kaffee trinken, nicht Kaffee. Wo ist meiner? Nicht Kaffee trinken, Leute. Oh, Dad. Ja. Das ist jetzt natürlich scheiße. Dad, ich bin gerade leicht bekifft. Not possible. Hallo, Freunde. Hallo. So. Danke, Danger Dan. Danger liggen streepje dan IST Zoom 18 mal in der Abo feier. Danke. Oh. Zack. Ich muss mich ins Bett legen, Alter. Boah, anders geht's doch gar nicht. Ein Rauschausschlag, was war das denn? Danke, Danger Dan. Was ist das? Was war da drin im guten Cappuccino? Mein Gott, das ist doch alles komisch.
3.18 Uhr. Oh nee, schon wieder irgendwas um die Uhrzeit. Ich war beruhigt. Nicht beunruhigt. Natürlich, wäre ich auch. Das Telefon sollte doch gar nicht gehen. Ey, da war ein Jeep! Da ist ein Typ im Schrank! Das sind normale Geräusche nur an Streams. Ach, scheiße. Ist doch alles ein Traum. Warte, direkt so, ich guck erstmal rechts rein. Hallo? Leck mich fett. So, da haben wir es auch schon. Man darf anscheinend nicht reingehen. Okay. Oh, warum 0.18 Uhr? Bin ich jetzt wieder besoffen? Oh nee. Was ist das denn? Warum muss ich denn jetzt wieder hier starten? Hä? Wie dumm ist das denn jetzt? Weil ich danach gucke, jeder Spieler würde danach gucken. Also das ist doch beschissen jetzt. Was ist denn das für ein Speicherpunkt, bitte? So, das erste, was man tut. Ich nehme schon mal zwei Sachen. Geht nicht. Hä? Aber da guckt doch jeder nach. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, ja, ich hol schon meine Sachen. Gut, so viel ist es auch vielleicht nicht. Dann werde ich gleich abhauen. Aber ihr hättet auch. Ihr hättet auch geguckt. Da wollen wir mal ehrlich sein. Ihr hättet auch geguckt. Also völlig normale Situation. Und einmal muss ich es fürs Spielerlebnis zeigen. So, gut. Wir holen den anderen Scheiß nicht mehr. Machen Tür zu. Komm. Natürlich muss ich dann mit anderen Sachen reinholen. Ich kotze zum Strahl. Auf ein paar Fallöchen. So, die nehmen wir noch mit. Ich hatte nur zwei Hände. Was ein Dreck. Gleich nehmen wir aber mal den Espresso. Vielleicht ist er anders. Vielleicht ist er, bekommt er uns besser. So. Ich kündige jetzt schon mal an, ich sterbe jetzt nicht mehr in dem Spiel. So. Damit das klar ist. So, zack. Ich hab nicht mal einen Fernseher an. Kommt der Typ von links wieder? Komm. Ach, bis jetzt ist geil. Geiles Spiel. Wir sind am Motel. Ja. Und wir sind gerade gestorben. Darum müssen wir wieder. Aber das ist ein anderer Typ, der im Schrank hatte weiße Sachen an. Jetzt holen wir uns wieder einen Kaffee. Hey, das ist er. Das ist er. Daher, wo kommt der? Zimmer 4, merke ich mir. Zimmer 4 ist der Perverse. Ah, nee, das
Kaffee war ja da. Guckt auf, Fernsehen. Wo muss man Espresso hier? So, gucken, jetzt müssen wir denselben wahrscheinlich. Ja. Der Espresso ist leider auch vergiftet. Schade. Moin. Na gut, ging doch schneller als gedacht jetzt. Ich hab Laktose Intoleranz, Alter. Hey! Ich hab mich selber ausgesperrt. Tür zu. So, und jetzt nicht gucken, nicht im Schrank gucken. Nicht im Schrank gucken. Wir gehen direkt raus, 3.18 Uhr. Sorry Maria, hast recht. Ich war beruhigt. So, jetzt war ich beruhigt und jetzt kommt die Drecksau. Das Telefon sollte jetzt klingeln. Es klingelt nicht diesmal, warum das nicht? Bitte? Ich fühlte mich unsicher rauszugehen. Was ist denn meine Option dann? Erstmal Superman anmachen. Warte mal. Oh, ich habe mich erschrocken an der eigenen Tür. Ich bin so... Wer ist da? Joe vom Empfang hier, öffne die Tür! Komm, ich öffne die Tür. Joe mit den beiden Schultern, ich hab schon, da ist ein Typ bei mir drin. Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich habe Beschwerden. Wozu machst du diese ganzen Geräusche? Was auch immer. Sorgen Sie nur dafür, dass es nicht zu laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Also ich habe gerade schon Kaffee getrunken und da war ich echt richtig aus der Welt gescheppert. Was war da drin? Willst du mich auf den Arm oder auch die Schulter nehmen? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Sie ist gleich dort drüben. Okay. Ich hab genug von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste, aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Ich hasse meinen Job. Joe, ich führe dich da jetzt hin. Komm mit. Du Drecksau. Ich führe dich da hin. Ich zeig dir die Kaffeemaschine, Joe. Aber da stand doch gerade noch eine Kaffeemaschine. Das Ding ist auch umgekippt. Und hier ist mein Auto. Nee, ist gar nicht meins, oder? Oder? Geh zurück zum Zimmer! Ich schwöre dir bei Gott, dass ich genau hier war! Bei Gott, Alter! Wollen wir das Frankfurt Suite Tinder machen? Ich sagte, du solltest gehen jetzt. Ich check den Jiggo von oben bis unten ab. Nice. In deinem Zimmer sollten ein paar Medikamente liegen, die dir gut tun werden. Aber ich hätte jetzt noch eine weitere Bitte an dich, wo du schon da unten bist.
Aber sieh mal auf dem Tisch beim Fernseher nach. Neuses. Wir sollten verschwinden. Das habe ich ihm nicht zugehört. Wo soll man nachgucken? Irgendwo beim Tisch? Ich gucke auf jeden Fall nicht mehr im Schrank nach. Ah, hier. Die haben wir doch schon mal gesehen. Requires water. Da gucke ich jetzt nicht dran. Okay. Der Typ ist draußen. Nehmen wir mal die Medikamente. Ganz komisches Modell. Warum hat er überhaupt Medikamente für sowas genau da? Das ergibt alles keinen Sinn. Aber ich habe Angst, die Tür. Oh, ich erschrecke mich immer wieder, den Säbel. Ich bin so dumm. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn ich die Tür aufmache. Also wirklich, das kannst du keinem erzählen. Schon das zweite Mal. Gut. Warum steht er vor meiner Tür? Ja. Hat er was gesagt? Mach mal den Fernseher aus. Hello. Bitte verschwinde. Boah, ich wieder. Boah. Hör auf, mir ins Ohr zu flüstern, Drecksau. Die machen Scheiß auf jetzt. Hallo. 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 Das ist ein widerliches Drecksvieh. Alter, fick dich! Also, gucken wir mal hier. Ich mach auf, na klar, wenn er fragt. Ne, ich mach nicht die Tür. Wer ist da? Bitte öffne die Tür. Ich brauche deine Hilfe. Was willst du? Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte öffne die Tür. Ne. Sorry. Nope. Ich weiß, dass du da drin bist. Alter, fick dich! Ich meine, Alter, fick dich! Hallo? Bitte geh! Ich will nur mit dir reden. Ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Es wäre mir lieber, wenn du ein Polizist wärst. Bitte geh oder ich werde die Polizei anrufen. Hübsche Lady. Ruhig jetzt.
Alter! Joe, die breite Schulter! Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil dies dem Ruf des Motels schaden würde. Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kult oder Drogenring oder sogar etwas Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Ich bin dann nie wieder auf lange Autofahrten gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. Ach, Joe, ich wusste, dass die Breitschulter für was gut ist. Survivor, Alter. Ich bin Survivor. Ach, Joe, und wir... Ja, und da sieht man wieder, man darf Menschen nicht urteilen einfach, ja. Joe war ein guter, genauso wie der Fahrer von uns. Sehr abruptes Ende. Wo hört das, wo fängt das an, wenn ich jetzt weitermache? Ist immer schade, es geht immer schnell zu Ende, ne? Aber bei diesen Spielen muss man sagen, nee, darf ich nicht mehr. Bei diesen Spielen muss man sagen, da ist der Weg das Ziel immer. Bei den anderen Spielen war ein bisschen mehr Action am Ende, aber ich finde diese durchgehende Atmosphäre finde ich klasse. Wieder gutes Spiel. Es ist immer der Weg dahin, ich finde es geil, immer wieder. Super. Was sagt ihr? Also, ich fand es war gut. Ende kam ein bisschen, hätte ich mir auch ein bisschen gehofft, aber man muss auch denken, das ist glaube ich ein Entwickler, der das macht. Und der macht immer kleine Spielchen, auch ich finde das super. Das muss schon mal, also neben Schillers Art, muss ich sagen, ist das mit der geilste Horrorentwickler für mich. Und jetzt haben wir bis jetzt alle durchgespielt sogar. Ja, ist echt zu kurz. Aber die Atmosphäre ist immer geil, muss man echt sagen, ne? Wir haben sonst echt alles schon gespielt von denen. Tja. Leute, überlegt. Ja, noch ein Spiel lohnt sich jetzt aber auch nicht mehr anzumachen, irgendwie. Ich habe noch eins auf der Platte, aber ich glaube, das wäre was fürs nächste Mal. Das waren alle, ja, aber ich glaube, da müssten ja bald wieder welche kommen. Das ist ja relativ oft kommt da was nach, ne? Ja. Aber so ist es. Ich fand's geil. Jetzt haben wir das auch durchgespielt und, und war super. Ich glaube, dann mache ich aber auch schon Schluss für heute. Ich muss mal was früher ins Bett. Ich habe die letzten Tage nicht so gut geschlafen. Aber, naja. Ich glaube, dann beende ich mal früher. Jetzt haben wir 1,5 Stunden gestreamt. Ist ein kurzer Streamchen, aber wenigstens etwas, nicht? Ne? Dann sehen wir uns. Ich habe noch ein paar auf Platte für das nächste Mal und Sonntag dann erstmal wieder RP. Ja, aber heute ein Shorty, so ist es. Besser als nichts. VODs gibt's auf YouTube, ihr wisst Bescheid. Nein? Dann wünsche ich euch eine wunderbare Nacht. Schlaft gut. Schönes Wochenende und dann läuft das, ihr kleinen Süßen. Dann läuft das. Nicht wahr? Schlaft gut. Danke für die Unterstützung. Ganz besonders danke noch an Bauer Hans, ne? Und ich rede euch rüber zu Sora Moli und dann begrüßt ihr sie mal mit Beleidigungen. Dankeschön. Schlaft gut, Leute. Muah.